Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir sind gerade auf dem Weg zu Damien. Wir haben, beziehungsweise das Sitio ist komplett runterzufahren, weil Damien, der alte Sack, sich da reingehackt hat. Und wir haben jetzt ein Virus eingeschleust. Und ja, jetzt wollen wir das komplette Sitio ist runterfahren und uns Damien schnappen. Der muss jetzt auf jeden Fall nochmal, glaube ich, nach Lucky Tree. So. Mensch, was ist denn das für ein Mist hier? Ach komm, pass auf! Menschen, wir fahren wie die Irren. Du durchtrennst die CDOS-Zeitungen. Genieß die Show. Gib uns 30 Sekunden. Wozu? Wir hinterlassen unser Code im CDOS. Wenn das System später neu gestartet wird, kontrolliert DASEC die Maschinen von innen heraus. Wir reparieren, was Bloom zerstört hat. Wir brauchen nur 30 Sekunden. 30 Sekunden? Keiner erfährt was? Unser Geheimnis? Wir werden die Watchdogs sein. Nein, davon habe ich genug. Das werden wir nicht vergessen. Sind drin. Die Satellitenverbindung steht. Von hier aus kann Tibo und das ganze System rebooten. Das hält Damien auf. Ich finde. Damien mit einem Boot, das klingt gut. Da ist die Pissbirne. Warum bist du so verdammt stur? Quinn ist tot. Du hast Nikki zurück und Clara? Sie ist dir in den Rücken gefallen. Sie hat geholfen, Lina zu töten. Du weißt, dass es stimmt. Was ist mit dir? Man könnte dich für Linas Tod verantwortlich machen. Ich frag mich, wer sowas denkt. Hm. Warum da stoppen? Geben wir dir die Schuld. Soweit ich weiß, war der Merlot-Job deine Idee. Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe für den Plan, weil ich dich traf und nicht aufhielt, als ich die Chance dazu hatte. Das passiert mir nicht nochmal. Ich sehe ein Problem, ich greife ein. Oh ja, dieser Rächer. Hab die Zeitung gelesen. Im Moment sehe ich dich als Problem. Und ich werde dich kriegen. Genau, das werden wir. So. Das wird's. Da ist der Leuchtturm. Der einzige Ort mit Strom. Auf jeden Fall lustig. Das ist Damien. Damien, wir kommen. Zieh dich schon mal warm an, wirst lange draußen liegen.
am besten hin. Mal scheiß am besten mal hier an. Ja, da vorne wäre auch der Bootssteg gewesen. Okay, geil. Ja. Weißt du noch, als wir das erste Mal unsere Talente kombinierten? Die Pläne, die wir hatten. Wir hatten so viel Elan. Aber es war nie wie jetzt. Sieh dich um. Wir haben eine verdammte Stadt erledigt. Hallo? Okay, ich muss da hoch. Na, geh weg. Jetzt verbringe ich meine letzten Stunden auf einem Witwengang. So nennt man die Plattform eines Leuchtturms. Den Witwengang. Wusstest du das? Ich nicht. Passt aber. Es sieht aus, als wäre alles bald vorbei. Komm schon. Raschung. Gibt es eine Rede, Damien? Hast du noch was zu sagen? Jetzt wissen die, wer ich bin. Das war's? Mehr hast du nicht? Hey! Fick dich! Sieh dich an! Du gehst über Leichen, um einen Mafia-Boss zu kriegen. Glaubst du, das geht in Ordnung, weil dein Ziel, was, edel ist? Du hast mit mir gespielt. Darum geht es hier. Mit dir gespielt? Clara ist auch deine Schuld. Deine Nichte auch. Deshalb hast du deine Familie weggeschickt, oder? Die wissen, was du bist. Du spielst ein schönes Spiel. Trotzdem verlierst du manchmal. Bla bla bla. Scheiße, ihr labert vielleicht. Was machst du denn hier? Sorry, Mann. Neuer Auftrag. Schieb sie rüber. Was? Komm, schieb sie rüber. Oh, ihr seid ja lustig. Wisst ihr beide nehmt alles zu persönlich. Das ist euer Problem. Deshalb lief das schief. Ihr könnt hier was lernen, Freunde. Oh, 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 Handy auch. Gib her. Na komm, gib her. Mach's gut. Wow. Ich weiß nicht, was Damien in diesen letzten Momenten wollte. Den Tod nehme ich an. Ich wollte den Tod eines Mädchens wiedergutmachen. Doch das Ergebnis waren nur aufgedeckte Lügen, korrupte Könige und eine kaputte Stadt. Auch ich bin ein anderer. Ich blicke nicht mehr zurück, bereue nichts. Ich sehe nach vorn. Alles ist verbunden. Das nutze ich, um zu enthüllen, zu beschützen und wenn nötig, zu bestrafen. Das war mal noch eine Ansage. Und so sieht's aus. Meine lieben Freunde, noch einmal. Das war Watch Dogs. Rushmore ist tot. Die Polizei hat eine Nachrichtensperre verhängt. Die geleakten Dokumente weisen auf Korruption und enge Verbindungen zwischen dem Rathaus und dem Chicago South Club hin. Beging der Bürgermeister deswegen Selbstmord oder wurde er exekutiert?
Heute hat die PR-Chefin von Bloom, Charlotte Gardner, Stellung zu den aktuellen CTOS-Problemen bezogen. Uns war immer bewusst, dass unser CTOS-Netzwerk ein lohnendes Ziel für Hacker darstellen würde. Dies wurde zu einem interessanten Härtetest, um zu beweisen, wie robust unser System ist. Wir sind hocherfreut über das Resultat. Unsere moderne Firewall widerstand den schlimmsten Angriffen. In einigen Fällen schalteten die Systeme automatisch ab, bevor ein Zugriff erfolgen konnte. Ihre persönlichen Daten sind weiterhin sicher. Unser CTOS-Netzwerk läuft ab sofort wieder im Vollbetrieb. In einer Welt, in der wir Zeit mit unseren Lieben verbringen, in der Gemeinde aktiv sind und in sicheren Städten leben wollen, hat Bloom Industries auf ihre sehnlichsten Wünsche gehört. Wir befinden uns auf einer Weltreise. Wir machen die Welt zu einer Gemeinschaft. CTOS 2.0. Sie stehen im Mittelpunkt. Die Welt wird ein globales Dorf. CTOS 2.0 macht smarte Städte noch smarter. Und gleich ein Interview mit einer Frau, die behauptet, den Rächer Aiden Pierce zu kennen. Die bekannte Kinderpsychologin Yolanda Mendez ist bei uns. Dr. Mendez, Ihre Geschichte ist unglaublich. Sie kennen also Aiden Pierce, den Mann, den wir den Rächer nennen. Wie kam es dazu? Ich lernte Mr. Pierce durch seine Familie kennen. Seine Schwester. Das war für uns überraschend. Wir konnten keine Informationen zu ihm finden. Schön, dass Sie sich bei uns melden. Es ging um Ihren traumatisierten Sohn? Ja, nun, natürlich darf ich darüber nicht reden. Oder Ihren Namen sagen. Nein, nein, nein. Sollen Sie auch nicht. Doch so lernten Sie Aiden Pierce kennen. Wie ist er denn? Es ist unmöglich zu sagen, wie er in Wirklichkeit ist. Er versteckte seine Persönlichkeit und er ist sehr gut darin. Ach ja? Es ist nicht wie bei einem Pokerspiel. Er ist ein sehr kluger Mann, der in jeder Situation die Oberhand behalten will. Und Sie schreiben ein Buch. Ja, das stimmt. Ich schreibe ein Buch über diese gesamte Erfahrung. Eine Studie über Mr. Pierce. Ich wollte wirklich die komplexe Psyche dieses Mannes erfahren. Das wird sicher faszinierend. Dr. Mendez, Dankeschön. Detzek hat jetzt genug. Unsere Warnungen stießen auf taube Ohren. Unsere Rufe und Schwächlinge sind dick und stark geschadet. Hört unsere letzte Warnung. Der Tag der Abrechnung kommt. Wir überwachen die Überwacher. Wir sind fähig. Wir sind unaufhaltsam. Wir sind im Krieg. Aus dem Polizeikommissariat heißt es, die Verbrechensrate sei in letzter Zeit mehr und mehr gesunken. Doch dem Mann, der das Recht in die eigene Hand nahm, wird kaum ein Anteil daran zugesprochen. Wie anonyme Quellen mitteilen, sind einige Beamte der Polizei durchaus angetan von der Arbeit des Rächers, dürfen dies jedoch in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Während sich Chicago noch von den schockierenden Enthüllungen im Mordfall Rose Washington und dem Tod des Bürgermeisters erholt, ist das Interesse an Politik und Wahlen erloschen. Einer der Namen, die für Chicago gehandelt werden, ist der von Blooms PR-Chefin Charlotte Gardner. Ihre Unterstützer meinen, dass Miss Gardner die Glaubwürdigkeit wiederherstellen wird, die Chicago dringend braucht. Nach dem Chaos, das durch eine massive CTOS-Fehlfunktion ausgelöst wurde, dauern die Aufräumarbeiten noch an. Die Stadt erlebte flächendeckende Stromausfälle, Brückenstörungen und Schäden in siebenstelliger Höhe. Das CTOS ist wieder online, doch viele fragen sich, welche Sicherheitsmaßnahmen für ein so komplexes System in einer Großstadt nötig sind. Ich blute hier. Du? Bei mir geht's. Ich hab noch ein letztes Ding für dich. Maurice hat aufgegeben, jetzt sprudelt das aus ihm raus. Ich schick dir die Location, den Rest musst du selbst machen. So läuft das Business, hä? Ja, genau. So läuft das Business. Jordy könnte es. Er ist ein sauberer Fixer. Löst alle offenen Probleme. Maurice ist eins von diesen Problemen. Aber eigentlich ist er meins. Er ist der, der auf mein Auto schoss, meine Nichte tötete. Ich würde gerne sagen, dass wir verschieden sind. Aber ich weiß es nicht mehr. Wie viele Menschen habe ich verletzt? Getötet. Wer verdient den Tod? Wer entscheidet das?
Schuhaffe tot? Ich wusste, dass du kommst. Kerle wie wir wissen nie, wann genug ist. Es ist vorbei. Du bist der Letzte. Oh, fuck, Mann. Es gibt keinen Letzten. Jetzt bist du dran. Ich hab dich gewarnt. Diese Kerle sind anders als alles, was du kennst. Es ist vorbei. Nein. Aber jetzt können Sie etwas fürchten. Was verdammt? Was stimmt nicht mit dir? Hä? Du bist erledigt! Verstanden? Wir sind beide erledigt! Erschieß mich, verdammt! Mach schon. Hä? Dann kannst du besser schlafen. Tötest den Mörder deiner Nichte. Schön für dich, du Ficker. Maurice lebt in seiner eigenen Hölle. Er ist ein Opfer dieser Sache. Und ich habe genug Tod gesehen. Er bekommt seine zweite Chance. Und ich auch. Und das, meine lieben Freunde, war Watch Dogs gewesen. Wir hätten ihn natürlich auch erschießen können, aber es soll ja wenigstens einer am Leben bleiben. In der Hoffnung, dass ein zweiter Teil kommt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich fand's mega klasse, das Spiel. Die Storyline war in der Mitte etwas zäh gewesen, wo wir die Niki besucht haben, aber ansonsten war es wirklich alles sehr, sehr geil. Und ich habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, ansonsten bewertet es mir nochmal positiv, wenn euch das Let's Play gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Und wir sehen uns bei einem anderen Spiel wieder. Vielen, vielen Dank. Tschüss.